Ah, oh, das Licht ist aus, Spot an. Gut, dann gucken Sie gerne auf Ihre Liste. Es geht nämlich jetzt los und wir steigern uns. Das heißt, wir legen los mit einem Artikel, den Sie theoretisch jetzt, ich bitte Sie darum, es nicht zu tun, schon zünden dürften, den Funke Silberfontänen ganz vorne. Ja, reißt jetzt nicht vom Hocker, aber wie gesagt, das ist Jugendfeuerwerk, können Sie auch mal an Halloween zünden. Dafür sollte es vielleicht für auch die ganz Kleinen unter uns schön sein. Mit der Xplode Fireborn landen wir bei der 46 und kommen der 30-Euro-Marke tatsächlich näher. Ja. So viel wie Sie jubeln, haben Sie auch hoffentlich ein gutes Budget mitgebracht. Aber wie Sie gesehen haben, ich sage es nochmal, ab 40 Euro, ab 80 und ab 120 kriegen Sie die Nexus dabei zu oder die SOS oder die Knallkette. Und wenn Sie für 1000 bestellen, legt der Mike vielleicht noch ein paar Schachteln, streichelt damit drauf. 47 Funke Duplex Cracker, ich bin absoluter Fan, bitte enttäuscht mich mal nicht. Ich habe 5 Stück bestellt, muss ich Ihnen sagen. Die 49 ist Pyrogenie Fächerbatterie Crackling. Und bei Pyrogenie machen sie selten was falsch. Ich hoffe auch in diesem Fall nicht. So, die 52 ist die Funke Dahlien Cracker Z-2 und auch hier sollten wir jetzt nicht enttäuscht werden. Ich bin immer wieder, also ich sehe wahrscheinlich mehr als die meisten hier, einfach weil ich das Hobby pflege und ich bin jedes Mal wieder geschockt, was da rauskommt aus diesen kleinen Boxen. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und die Funke The Wall habe ich tatsächlich live noch nicht gesehen, bin sehr gespannt. Die Nummer 53 bei Ihnen. Wieder drin stand oder dabei. Was der Kracherblitz von Zehner aus Holland kann, das zeigt Ihnen die 55.
Ja, das ist eine Brenndauer. Das rechnen Sie mal dann auf die Sekunde runter, da zahlen Sie gar nicht mal viel. Funke Fireball, wollen wir noch krasser wirklich? Ja, komm, mach. Die fanden es geil, ihr Kontostand dann wahrscheinlich nicht, aber macht es ja noch einmal im Jahr. Das waren die Verbündete, die wir gesehen haben. Vielleicht einfach mal einen Applaus für das ganze Team, die heute den ganzen Tag hier aufgebaut haben, um Ihnen das hier zu zeigen. Umsonst, live und draußen. Ja, und ich möchte die Situation einfach mal nutzen. Ich habe das letztens schon mal gemacht. Falls Sie die Medien verfolgen, dann steht so das Feuerwerk gerade nicht gut. Also die Deutsche Umwelthilfe treibt da ja das Feuerwerk als Sündenbock durchs Dorf und da werden Zahlen genannt und das wird dramatisiert und das ist alles aktuell das Schlimmste, was wir gerade machen. Mir geht es sowas von gegen den Strich und ich bin absolut ein eher umweltbewusster Mensch und versuche auch, wo ich kann, was zu tun, dass wir auch in einigen Jahrzehnten noch irgendwie auf diesem Planeten leben können. Aber das Feuerwerk wird nicht dazu beitragen, dass hier die Welt untergeht. Es ist nachgewiesen, dass der CO2-Ausstoß, den Feuerwerk verursacht, marginal ist. Wir haben Feinstaub, aber gucken Sie sich mal um, sehen Sie ihn noch. Er ist wasserlöslich, er ist sehr schnell wieder weg. Und ich fände es so schade, wenn vielleicht einige wenige Idioten, die nicht wissen, wie man damit umgeht, die Tradition von vielen und die Leidenschaft von uns wenigen zerstören. Also kaufen Sie Feuerwerk, gehen Sie ordentlich damit um, begrüßen Sie das Jahr bunt und laut. Nehmen Sie vielleicht aber Rücksicht und gehen Sie mal einen Kompromiss ein, wenn irgendeiner nicht Bock hat, dass Sie 8 Stunden vor der Haustür knallen. Denn so können wir alle irgendwie einen gemeinsamen Weg finden. Und das möchte ich einfach mal loswerden und fände es schön, ja, wenn Sie es weiter verbreiten. Ich würde wirklich herzlich sehen, wenn ich ein Feuerwerk sehen möchte. Und wie das Ganze wirklich schön und auch kunstvoll aussieht. Feinstaub. Ach Quatsch.